Meine Damen, meine Herren, das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Landtag zu wenden, ist ein Grundrecht aller hier lebenden Menschen. Die Linke sieht darin einen wichtigen Teil bürgernaher Demokratie. Petitionen können den Blick der Abgeordneten schärfen für die gelebte Rechts- und Lebenswirklichkeit der Menschen. Es eröffnet sich aus den Petitionen auch eine parlamentarische Kontrolle über den Umgang der Behörden mit Gesetzen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Behördenfehlern ist für die betroffenen Menschen sehr wichtig und zeigt, wie demokratische Spielregeln funktionieren. Dass dies alles funktioniert, ist auch und vor allem dem Petitionsreferat zu verdanken. Diese haben immer ein offenes Ohr für die vielfältigen Anliegen, Fragen, Anregungen aller Ausschussmitglieder und für deren Mitarbeiterinnen und natürlich auch für die Petentinnen und Petenten. Ebenso möchte ich meiner Ausschussvorsitzenden danken, deren Stellvertreterin ich sein kann, für ihre geleistete Arbeit und die Vorlage dieses ausführlichen Berichtes. Danke möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen sagen. Die Zusammenarbeit ist immer ergebnisoffen, manchmal kritisch begleitend, aber immer kollegial anerkennend und fraktionsübergreifend um einen Konsens bemüht. Vielen Dank, liebe Kolleginnen. Der vorliegende Bericht gibt einen guten Ein- und Überblick in die Arbeit des Petitionsausschusses im letzten Jahr. Meine Damen, meine Herren, es ist zu beobachten, dass die Zahl der Online-Petitionen ansteigt. Obwohl diese öffentlichen Unterschriftensammlungen nicht im Parlament behandelt werden und eventuell gar keine Veränderung bewirken, ist das Interesse daran sehr groß. Sie werben außerparlamentarisch um Zustimmung für ihre Anliegen. Es geht dabei nicht um die Überprüfung von Verwaltungshandeln, sondern um politische Ziele. Insofern sehe ich darin auch keine direkte Konkurrenz zu unseren Petitionen. Dennoch ist es eine Überlegung wert, dass die Zahl der bei uns eingereichten Petitionen rückläufig ist. Laut Bericht sind es, wie Frau Strube erwähnte, 6% weniger. Ich denke, darüber sollten wir nachdenken. Durch den Petitionsausschuss wurde eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht und über das Petitionsrecht aufgeklärt. Frau Strube hat es schon gesagt. Der Ausschuss bot in den verschiedenen Regionen Hessens öffentliche Sprechstunden an. Die Arbeit des Ausschusses und das Recht, eine Petition einzureichen, müssen wir wohl noch mehr bewerben, auch und gerade bei jungen und jüngeren Menschen. Diese sind meist über die sozialen Medien erreichbar. Es ist immerhin eine demokratische Errungenschaft, dass jede und jeder ein Anliegen überprüfen lassen kann. Schwierig erscheint mir auch der Blick auf die Bilanz der Petitionen. 41 Petitionen wurden zwar positiv beschieden, 28 Fälle wurden teilweise positiv beschieden. Das sind 12% der abschließend behandelten Petitionen. Die Anzahl der aufenthaltsrechtlichen Petitionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Sie betrug knapp 25%, etwa ein Viertel aller Petitionen. Allerdings sind die Bedingungen für den Aufenthalt sowie der Aufenthalt selbst nach wie vor sehr prekär. Nach wie vor leben zahlreiche Migrantinnen und Migranten sowie geflüchtete Menschen in der Unsicherheit und der Angst vor Abschiebung. Noch immer gibt es einige Menschen, die in sogenannten Abschiebegefängnissen ausharren.
deren einziges Verbrechen ist es, vor Hunger, Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und anderen Gründen zu fliehen. Aber solange eine Petition läuft, besteht ein Abschiebeschutz. Abschließend wünsche ich uns, dem Petitionsausschuss, eine kraftvolle Stärkung gegenüber der Exekutive, eine noch mehr nach außen gerichtete, erfolgreiche Arbeit in diesem Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.